Der krasseste Moment letztes Jahr war, dass wir erfahren haben, dass meine Schwester nach 8 Jahren Gefangenschaft endlich freigekommen ist. Das war für mich so ein Moment, wo das für immer bleiben wird. Ich dachte, dass es nicht wahr ist. Ich dachte, ich wäre in einem schönen Traum, dass das passiert. Aber es war tatsächlich so, dass sie freigekommen ist und dass sie auch bald nach Deutschland kommen kann. Ich habe gerade auf der Anzeigetafel gesehen, dass das Flugzeug von meiner Schwester und meiner Mutter gelandet ist. Ich freue mich richtig, aber auch gleichzeitig sehr aufgeregt. Die kommt. Ja, das ist sie. Ich bin Jihan, ich bin 18 Jahre alt, ich bin Jesidin und habe die Gefangenschaft des IS 2014 in Irak und Syrien überlebt. Die IS-Männer haben immer gesagt, ja, wir haben eure Männer getötet, ihr gehört jetzt uns, ihr seid unser Eigentum. Ich hatte sehr viel Angst vor diesen Männern, weil ich selber gesehen habe, was sie mit anderen tun und was sie mit mir getan haben. Es gibt dennoch Familienmitglieder von mir, die noch in der Gefangenschaft sind bis heute. Ich bin heute gerade hier in Frankfurt angekommen. Wir gehen gleich zum Flughafen und holen meine Schwester vom Flughafen ab, denn sie ist nach der Gefangenschaft des IS hier in Deutschland. Ich habe meine Schwester jetzt seit 8,5 Jahren nicht mehr gesehen. Ich freue mich am meisten, dass ich sie wieder sehen kann und dass wir uns endlich mal in den Arm nehmen können. Als wir erfahren haben, dass meine Schwester freigekommen ist, das war der 13. September, erster Schultag. Ich kam von der Schule nach Hause an dem Tag und es war so, dass ich in die Tür reingekommen bin und meine Oma gesagt hat, Jihan, es ist was Krasses passiert. Und ich habe dann halt nur gesagt, wer hat geheiratet? Und dann sagte sie zu mir, niemand hat geheiratet und hat das Handy mit wo Sausan zu sehen war, auf mich gerichtet und gesagt, dass Sausan, meine Schwester, frei ist, dass sie jetzt in sicheren Händen ist. Da musste ich weinen. Da kam so viel hoch und so viel Emotionales auch, dass ich einfach nur geweint habe. Und dann meine Schwester auch. Ich war so geschockt, aber auch gleichzeitig so glücklich, dass ich nicht wusste, was ich sagen soll. Dass ich nur ihren Namen gesagt habe und mich gefragt habe, wie ist das möglich? Bist du es wirklich? Ich habe jeden Tag an Sausan gedacht. Seitdem wir freigekommen sind, haben wir eine Fotowand in unserem Haus. Und da sind die ganzen Fotos von meinen Familienmitgliedern, die noch in der Gefangenschaft sind. Jedes Mal, als ich aufgestanden bin und durch unser Wohnzimmer gelaufen bin, habe ich diese Fotos gesehen. Ich habe diese Fotos angeguckt und war dann auch traurig. Ich habe diese Fotos angeschaut und habe diese Menschen vermisst. Ich schaue diese Fotos an und denke mir, warum wir? Warum passiert uns das? Warum passiert das überhaupt auf dieser Welt? An dem letzten Moment, als ich sie das letzte Mal gesehen habe, waren wir noch in der Gefangenschaft. Sie hat uns besucht. Sie durfte auch nicht lange bleiben. Sie hatte einen Burka an und man hat nur ihre Augen gesehen. Ich habe sie damals umarmt. Sie wurde von uns weggerissen wieder. 2 Wochen später bin ich dann mit einem Teil meiner Familie freigekommen. Und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht mehr, teilweise, wie ihre Nähe ist, wie es ist, sie zu umarmen, ihre Hand zu halten, beieinander zu sein. Ich war darüber sehr traurig, wie es ihr ging, wie sie aussah, dass man gesehen hat, dass sie eine kaputte Seele ist, sage ich mal. Hart gesagt, aber so
ist leider die Wahrheit. Man hat ihr angesehen, dass sie geschlagen wurde, dass sie nicht genug Essen da hatte, dass sie nicht dort gegessen hat und getrunken hat. Es kann auch sehr gut sein, dass die IS-Leute ihr das auch nicht gegeben haben. Sie hat auch erzählt, dass sie eine Zeit lang in der Erde gewohnt hat, dass sie kein Zuhause hatte, sondern dass die Leute dort ein Loch im Boden gebuddelt haben und dass sie ja teilweise da gelebt hat, weil es keinen Ort gab zum Überleben. Und das fand ich auch sehr krass, was sie noch durchmachen musste. Und das sind ein, zwei Sachen, die ihr passiert sind in diese 8 Jahren. Es ist viel mehr und es ist schlimmer. Ich möchte auf jeden Fall mit ihr darüber sprechen können, wenn sie dazu bereit ist. Und vielleicht kann ich ihr ja helfen. Und das würde mich überglücklich machen, wenn ich ihr helfen kann und wenn ich für sie da bin. Wir sind gerade auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen. Meine Schwester aus dem Irak wird in wenigen Stunden landen, mit meiner Mama zusammen. Meine Mutter ist vor 2 Wochen nach Irak gegangen, um sie von dort abzuholen, damit die zwei zusammen hierher fliegen können und meine Schwester nicht ganz alleine ist. Wenn ich so an früher denke, an meine Schwester, dann denke ich daran, wie fröhlich sie war und dass sie sehr viel Spaß hatte, sozusagen Witze zu machen oder mit einem Spaß machen. Ja, das mag ich sehr an ihr und das vermisse ich auch. Ich hoffe, dass es wieder so wie früher wird, wenn sie bei uns hier in Deutschland ist. Es gibt ja kleine Gruppen von Frauen in Irak und Syrien, die kämpfen gehen, sage ich mal. Und einer dieser Gruppen geht immer wieder in den Bereich von den IS-Leuten. Da sind dann die IS-Leute mit den Jesidinnen und Jesiden, die noch in der Gefangenschaft sind. Und diese Frauen gehen ab und zu immer wieder in den Camps und gucken, wo eine Jesidin gefangen ist und nehmen sie dann direkt mit. Und so war das auch bei meiner Schwester. Als wir erfahren haben, dass meine Schwester freigekommen ist, ist meine Mutter direkt nach Irak geflogen und hat sie von Syrien, von den Leuten, die sie befreit haben, abgeholt, nach Irak gebracht, nach Shingal, unserer Heimatstadt. Als ich das Video gesehen habe, wo meine Mama zum ersten Mal meine Schwester getroffen hat nach so vielen Jahren, da wurde ich auch emotional und musste auch weinen, weil ich einfach so glücklich war und mich auch so teilweise für meine Mutter riesig gefreut habe, weil ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, sein Kind 8 Jahre lang nicht zu sehen. Ich hoffe für unsere gemeinsame Zukunft, dass sie sich hier in Deutschland wohlfühlt und sich nicht fremd fühlt, sondern dass sie weiß, dass sie hier willkommen ist, dass wir uns alle freuen, dass, wenn sie kommt. Ich wünsche mir nur das Beste für meine Schwester. Angst davor, dass wir keine gute Bindung zueinander haben, habe ich nicht. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wenn sie da ist, dass wir auch beste Freunde werden. Sie ist meine ältere Schwester. Aber hier in Deutschland kann sein, dass ich dann ihre ältere Schwester bin und auf sie aufpassen muss und ihr alles zeigen muss und ihr dabei helfe, hier in Deutschland anzukommen. Ich glaube, es wird sich dann in unserer Familie sich komplett ändern, weil wir dann nicht mehr zu 6 sind, sondern zu 7. Ich stelle mir das sehr schön vor. Ich habe da keine Angst davor, dass sie hier bei uns in unser Leben kommt, sondern ich freue mich riesig darüber, dass sie da ist und dass wir uns sehen können und miteinander leben können. Am meisten freue ich mich darüber, wenn meine Schwester da ist und ich meine Klamotten mit ihr teilen kann. Meine Schwester hat dieselbe Klamottengröße wie ich und darüber freue ich mich am meisten, dass wir dann unsere Klamotten dann gegenseitig anziehen. Oder dass ich mein Zimmer mit ihr teile, dass ich in einem Bett mit ihr dann schlafen werde und dass sie dann auch bei mir ist und da ist. Ich würde alles mit ihr teilen.
Ich habe gerade auf der Anzeigetafel gesehen, dass das Flugzeug von meiner Schwester und meiner Mutter gelandet ist. Ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich richtig, aber auch gleichzeitig sehr aufgeregt. Mama Kahun, hakawam titen, peshine bemeshin adlu durana ke waren ba. Shukar kamide wan. Die kommt gleich. Das war meine Mama. Ja, das ist sie. Sie hat nur das Beste verdient. Sie muss nach Deutschland kommen und das beste Leben soll sie haben, dass sie es haben kann. Wirklich, ich gebe mein Leben ihr, wenn es sein muss. So sehr liebe ich meine Schwester und so sehr wünsche ich ihr nur das Beste für ihre Zukunft. Ich bin unglaublich glücklich, dass meine Schwester jetzt hier ist, wirklich. In dem Moment tatsächlich, als ich sie umarmt habe, da habe ich realisiert, dass sie da ist und dass es soweit ist, dass sie hier ist. Genau. Also ich bin unglaublich glücklich, dass sie da ist und auch dankbar, dass es geklappt hat, alles.